Hallo ihr Lieben, hier ist Sabrina Stern und heute zeige ich euch mal, wie es in einem Radiostudio aussieht. Und zwar sind wir heute live zu Gast bei der Sendung It's Dancing Time bei OS Radio, wie ihr sehen könnt, da. Und wir werden jetzt erstmal gemeinsam reinklotschen. Also bis gleich, tschüss. Die Leute, die es bisher gehört haben, finden es echt gut. Und was mich besonders, was ich besonders interessant war, war, dass die Bravo, wie haben die sich das runtergeladen? Oder irgendwie, seitdem habe ich gesagt. So. Ja. Und das fand ich schon echt interessant. Ich kann ja im MPN, das ist dieses Netzwerk, wo die ganzen Radio- und TV- und Printmedien sich die neuen Lieder runterladen. So, wir sitzen jetzt hier. Fans aus dem Fanclub sind heute auch mit dabei. Das ist Dad, der Moderator. Und ja, gleich geht's los. Ja, so ist es. Euch da draußen einen schönen kalten Freitagabend. Hier aus dem warmen Studio 2 bei OS Radio 104,8. Die Dancing Time. Heute gnadenlos deutsch. Das heißt Musik von Künstlern aus Deutschland aller Art. Und ich habe einen bezaubernden Studiogast. Ein Stern. Ein Sternchen. Ich begrüße abermals bei mir heute in der Dancing Time Sabrina Stern. Ja, moin moin und schönen guten Abend. Für die Leute, die dich nicht kennen sollten, es gibt solche vielleicht doch noch, stell dich noch einmal kurz vor. Du machst Schlagermusik, Schlagerpopmusik. Genau. Und kommst? Ich komme gebürtig eigentlich von der Nordsee, wohne aber jetzt seit vielen Jahren schon in Emstetten. Das ist zwischen Münster und Osnabrück. Seit 2010 bin ich als Sabrina Stern unterwegs, war vorher viele Jahre als Rocksängerin tätig und bin jetzt zum Schlager gewechselt, fühle mich dort auch jetzt zu Hause und bleibe auch hier. Und ja, zu dem neuen Song. Wie viel Zeit habe ich da was zu sagen? Eben ganz kurz. Ich mach's ganz kurz. Also ich bin seit März diesen Jahres offizielle Botschafterin des gemeinnützigen Vereins Leukin. Falls jemand den Verein nicht kennt, der engagiert sich und sammelt Spendengelder für Typisierungsaktionen für an Leukämie erkrankte Kinder, um potenzielle Stammzellenspender zu finden. Und ich wollte einfach einen Song machen, der zu diesem Thema passt, eine Hommage an das Leben. Und jeder Atemzug besagt eigentlich, dass wir jeden Moment des Lebens genießen müssen und es halt nicht selbstverständlich ist, dass man morgens aufwacht und dass es einem gut geht und man keine Schmerzen hat. Ich meine, du siehst es ja an mir. Ich hampel jetzt schon seit fast einem Jahr mit meinen Krücken durch die Gegend und meinem kaputten Fuß. Das war auch ein paar Sekunden, die das ganze Leben irgendwo verändert haben. Und jeder Atemzug ist, wie gesagt, quasi so meine persönliche Hommage an das Leben und ein Song, den ich Leukin widme an dieser Stelle. Und ja, leider passt es ja auch zu den Dingen, die in letzter Zeit passiert sind. Es sind einige Leute gestorben, völlig überraschend aus dem Showgeschäft. Und ich finde, da trifft dieser Song einfach den Nerv der Zeit wahrscheinlich jetzt gerade. Da kann ich dir nur zupflichten. Du weißt selber, ich bin auch betroffen. Ich nehme es mit Humor, anders kann ich es gar nicht sagen. Okay, das soll es gewesen sein, Sabrina. Und jetzt kommt ein neuer Song. Bitte. Sehr schön. Sag ihn. Jeder Atemzug. Viel Spaß dabei. Dann frage ich natürlich hier im Studio mal meinen Studiogast Sabrina Stern heute. Fast wärst du wieder rausgerutscht. Du hast eine Partnerin mit dem gleichen Namen, da muss man sich wieder nicht. Sie kommt demnächst auch wieder zu mir ins Studio.
Welchen Titel darf ich denn bei dir ein Liedchen hintermachen? Whitney Houston oder Janet Jackson? Eindeutig Whitney Houston. Eine meiner ganz großen musikalischen Vorbilder. Dann frage ich meine andere Schulgäste, Whitney wollte mich alleine nehmen. Nämlich, du hattest ein Gewinnspiel gemacht und es haben zwei gewonnen vom Fanclub. Richtig. Die sind heute da und gucken auf uns über die Schultern und da haben die Hände für Whitney Houston. Zwei, also drei Stimmen. Sehr gute Wahl. Nicht beeinflussen lassen, nein. Bevor wir weitermachen, wo kann man dich demnächst live sehen? Oh, wir haben eine Menge Live-Termine jetzt. Da muss ich mal ganz scharf nachdenken. Ich bin am 1. Dezember bin ich in Rostock und zwar wird da ein neuer Klocksladen eröffnet. Und da gebe ich eine Autogrammstunde, mache Fotos mit den Leuten, singe auch so ein bisschen. Dann bin ich am 2. Dezember in Düsseldorf Unterrad auf dem Weihnachtsmarkt zu sehen. Und zwar in der Location Tuss-Treff, nennt sich das. Da gibt es eine große Bühne, da kann man mich ab 16 Uhr sehen. Dann natürlich am 15. Dezember von, jetzt muss ich mal überlegen, 19 bis 20 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Melle natürlich. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, und ein paar Termine stehen noch in den Startlöchern. Die könnt ihr dann auch. In den Sternen, genau. Die könnt ihr auf meiner Internetseite www.sabina-stern.com einfach nachlesen. Ja, das war's. Die 163. Ausgabe der Dancing Time heute am Freitagabend. Mein Gast, Sabina Stern. Herzliches Dankeschön, dass du da warst. Ja, ich danke euch auch. Und ein wohlbesonderer Christian Paul ist auch da. Leicht angeschlagen. Aber ich ziehe das ja trotzdem wohl. Gnadenlos. Tschüss ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr fandet es ein bisschen interessant, unser gemeinsamer Tag im Sendestudio bei OS Radio. Ich werde jetzt um eine Kleinigkeit essen gehen und bis bald mal, eure Sabina.